Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Event Channel. Wir kümmern uns heute um ein Achievement und zwar bleib liegen. Dafür gibt es auch einen Grund, denn jedes Mal, wenn ich Assassin's Creed Unity spiele und die Achievements auslöse, bleibe ich immer an diesem Achievement hängen. Jedes Mal bleibe ich an diesem komischen Gnadenstoß hängen, denn mein Arno macht immer nur den Gnadenstoß mit der verborgenen Klinge, aber nicht mit dem Schwert. Für das Achievement sollen wir einen Gnadenstoß am Boden ausführen. Und dafür brauchen wir auch ein paar Fähigkeiten. Das sehen wir hier. Wir brauchen den Meister der Einhandwaffen. Wir brauchen den Schmetterschlag. Und wir brauchen letztendlich den Gnadenstoß an sich selber. Meister der Einhandwaffen und Schmetterschlag kann man ziemlich früh durchführen, aber den Gnadenstoß kann man erst ab Sequenz 9. Also das Achievement ist erst ab Sequenz 9 freischaltbar. Dann geht es auch gleich los mit Gameplay, und zwar muss man den Gegner anvisieren und zweimal lang den A-Knopf drücken. Und dann schubst er mit der Brust den Gegner so ein bisschen nach hinten. Also dadurch wird er nicht getötet, wie man hier sieht. Und erst dann X drücken, X gedrückt halten. Das sehen wir jetzt nochmal komplett. Also A gedrückt halten, nochmal A gedrückt halten und X lange gedrückt halten. Und dann kommt der Gnadenstoß auf einen am Boden liegenden Gegner. Wenn wir nicht vorher die beiden Schmetterschläge zum Wegschubsen machen, dann macht Arno den Gnadenstoß über die versteckte Klinge und das ist nicht, was für das Achievement erforderlich ist. Für das Achievement ist also die Kombination AAX jeweils lang gedrückt notwendig, allerdings muss das auch im Flow passieren, das heißt hintereinander flüssig weg und dann macht Arno den Gnadenstoß. Das war's, ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf YouTube. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hier ist, was ich habe. Hier gibt es viel zu stöbern. Hast du, was du brauchst?